Wie geht's? Gut oder nur so-so? Comment vas-tu, mon vieux? Wie steht's? Как дела? Хорошо. Sta bene, tschüss, have a nice day. How are you, bien, and you? Como está usted? Okay, thanks, comment allez-vous? Schön, Sie mal wieder zu sehen, bienvenue. Schön, hier vor Ihnen zu stehen. Schön, dass die Welt sich noch dreht, man weiß ja nie. Schön, dass es Ihnen gut geht. Guten Abend, bonsoir. Evening. How do you do? Comment ça va? Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie gekommen sind, gnädige Frau. Fabelhaft sehen Sie aus. Wie geht's? Danke, gut. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Danke, gut. Danke, gut. Wie geht es? Danke, gut. Danke, gut. Sehr schön. Auch Ihnen danke, gut. Danke, gut. Ja, sorry. Und jetzt für alle. Wie geht's Ihnen, meine Damen und Herren? Danke, gut. Ja, na, das war nicht so doll. Ich meine, ich mache das schon 30 Jahre. Ich bin ein bisschen was Besseres gewöhnt. Also ich zähle bis drei, frage, wie geht's Ihnen? Und dann höre ich, danke, gut. Eins, zwei, drei. Wie geht es Ihnen? Hui, fabelhaft, fabelhaft. Oder ist da irgendjemand vielleicht, der mir sagen wollte, wie es ihm wirklich geht? Nicht? Gut, es interessiert sowieso niemanden. Ich meine, wer interessiert sich für die Wahrheiten des anderen? Kaum jemand. Ich meine, es ist ja schwierig genug, mit den eigenen Wahrheiten fertig zu werden. Ich meine, man kommt morgens nichts ahnend ins Badezimmer, schaut in den Spiegel und... Nein, 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 wir bleiben hier hübsch auf dem Teppich und wahren die Form. Wie geht es? Danke, gut. Oder glauben Sie, irgendjemand möchte irgendetwas von Ihren verrutschten Beziehungskisten wissen? Oder Ihrem Bankkonto? Oder Ihrem Ehemann, gnädige Frau, der auch nach 30 Jahren nicht gelernt hat mit der Zahnpastatube, na, Sie wissen schon. Oder Ihren miesen Chef. Oder Ihre missratenen Kinder. Nein, 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 nein. Wir bleiben hier auf dem Teppich. Wie geht's? Danke, gut. Bonsoir, how do you do? Wie geht's? Gut oder nur so, so? Comment vas-tu, mon vieux? Wie steht's? Как дела? Хорошо. Sta bene, tschüss, have a nice day. How are you? Bien, you. Como está usted? Okay. Como está usted? Okay. Como está usted? Okay. Comment allez-vous? Wer fragt, ist selber schuld. Es gibt Fragen, die hätte man besser nicht gestellt, denn ob man will oder nicht, man muss mit den Antworten leben. Und andere Fragen, die muss man gar nicht stellen, denn man kennt die Antwort sowieso schon im Voraus. Und auf die wichtigsten Fragen gibt es kaum Antworten. Kinder lernen das sehr, sehr schnell, wie schwer es ist, Antworten zu bekommen. Warum heißt die Suppe Suppe? Warum ist das Meer das Meer? Warum ist Mariechens Puppe keine Sie und auch kein Er? Warum haben Fische Flossen? Warum ist ein Ei ein Ei? Warum ist es ausgeschlossen, dass ein Großer sagt, verzeih? Warum können Vögel fliegen? Warum sind Bananen krumm? Warum darf ich niemals lügen? Warum ist die Tante dumm? Warum darf ich das nicht sagen? Warum sagt's die Oma Ma? Warum haben Hemden Kragen? Warum ist Papa nie da? Warum hustet Onkel Peter? Warum hüpft ein Känguru? Warum heißt es immer später? Warum hört mir niemand zu? Warum können Drachen steigen? Warum müssen Tiger ruhen? Warum will Herr Schmidt mir zeigen, was die kleinen Bienen tun? Warum gibt's bei uns nie Butter? Warum ist die Schule Pflicht?
Warum gibt's die Schraubenmutter und den Schraubenvater nicht? Warum werden Lehrer Lehrer? Warum wird's am Morgen hell? Warum wird man Pudelscherer? Warum hat ein Fisch kein Fell? Warum sagt mir niemand Danke? Warum ist das Wasser nass? Warum gibt's so viel Gezanke? Warum gibt's so wenig Spaß? Warum hat Babette zwei Väter? Warum sagen Kühe Mu? Warum heißt es immer später? Warum hört mir keiner zu? Manchmal werde ich gefragt, wie ich mir mein zukünftiges Leben vorstelle. Und dann sage ich immer, vorstellen kann ich mir eine Menge, wünschen kann ich mir viel, aber was wirklich passiert, woher soll ich das wissen? Aber sind nicht letztendlich Fragen, die ihre Antworten gefunden haben, oder Rätsel, die gelöst sind, uninteressant? Ich meine, wer schaut sich noch ein fertig gelöstes Kreuzworträtsel an? Kein Mensch. Und wenn zwischen zwei Leuten jedes Geheimnis gelüftet ist, wird es meistens langweilig. Was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß, sagt das Sprichwort. Ich finde, es muss umgekehrt heißen. Was ich nicht weiß, das macht mich heiß. Ich weiß, wie du riechst. Ich weiß, wie du schmeckst. Wie du dich anfühlst. Wie du dich streckst beim Aufwachen. Was du vorm Schlafengehen tust. Dass du am Dienstag zum Zahnarzt musst. Ich weiß, was du gerne isst, Pistazieneis, wie du den Kaffee magst, bitter und heiß, dass du dich beim Fahren des Öfteren völlig verfährst, mich aber, wenn ich fahr, mit Wonne belehrst. Ich kenn dich, oh ja, ich kenn dich. Mysterien finden nicht statt, Schatz, du bist für mich ein beschriebenes Blatt. Ich weiß, dass du Oper nicht ausstehen kannst, Fischreste sofort aus dem Kühlschrank verbannst, Papiere, die wichtig sind, immer verlegst, beim Zeitunglesen den Sport überschlägst. Ich weiß, dass du heimlich zum Sterndeuter gehst, vom logischen Denken wenig verstehst, trotzdem meistens recht hast, ich gebe es zu. Im Endeffekt ist niemand klüger als du. Ich kenn dich, oh ja, ich kenn dich. Mysterien finden nicht statt, Schatz, du bist für mich ein beschriebenes Blatt. Ich weiß, dass du langsam ein Doppelkinn kriegst und deswegen beim Schlafen am liebsten auf dem Rücken liegst. Dass du deine Suppe am liebsten trinkst und Stunden mit läppischem E-Mail verbringst. Ich weiß, dass du Bettlern fast immer was gibst, obwohl, gib es zu, du Bettler auch nicht besonders liebst. Ich kenne auch den Grund und der spricht nicht für mich. Du bist der viel bessere Mensch als ich. Ich kenn dich. Oh ja, ich kenn dich. Nun, wenn wir uns lieben und alles ist wie immer und nie, frag ich mich, wer du bist.
Schicksalsfragen, 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 Schicksalsfragen. Ich glaube, es gibt eine einzige Schicksalsfrage. Und die geht: Liebst du mich? Und das ist eigentlich gar keine Frage, sondern nur eine Formalität. Wir wollen doch sowieso nur hören, was wir ohnehin schon wissen. Oder fragen Sie irgendjemand: Liebst du mich? Wenn Sie nur auch im Entferntesten damit rechnen können, dass die Antwort möglicherweise lautet: Kommt drauf an. Nein, 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 nein. Liebst du mich? Wissenschaftlich. Liebst du mich? Fragt der Geliebte, sich geliebt wissende Mensch, seinerseits den Menschen liebend, der ihn liebt. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Wir können gar nicht genug davon bekommen. Keine Musik klingt süßer in unseren Ohren. Von Ludwig van bis Andrew Lloyd. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und sag's dir nicht, ich hab's zu oft gesagt. Ich weiß, du wartest drauf, denn du liebst mich und du sagst es. Und hast dich beklagt, dass ich's nicht tu. Ich kann nicht, ich und du, wir sollten eine andere Währung finden für die drei Worte, deren Kurs sich stündlich ändert, launisch, unverbindlich, mal so, mal so. Bis zur Gemütsverhärtung und hoffnungslos endgültiger Entwertung. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich mag, das soll genügen. Ich kann nicht. Verstehst du, ich möchte nicht mehr lügen, vielmehr gelogen haben. Wenn's vorbei ist, aus und vorbei und Eiszeit für uns zwei ist. Du denkst nicht so, du sagst, das heute zählt und nur das heute. Wir sind jetzt zugange und glücklich, ja, das stimmt. Es fragt sich nur, wie lange. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich würde es dir sagen, wenn ich könnte. Doch ich habe Angst. Verstehst du? Irgendwann geht's wie bei Hinz und Kunz um Alimente. Du sagst, das kann uns nicht passieren, wenn du so sicher bist. Wozu die Worte? Das Hören wollen, die Bestätigung. Ich bin keiner von der Sorte, die viele Worte macht. Ich bin nicht mehr jung. Ja, wenn wir uns vor 20 Jahren begegnet wären, da hätte ich's gesagt. Nur bitte, wo wären unsere wunderbaren Gefühle jetzt? Hast du dich nie gefragt, wo sie geblieben sind, die Vielgeliebten von seiner Zeit? Nimm dir einen Ungeübten, der sagt dir optimistischer als ich. Ich liebe dich. Na, 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 na. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Es gibt eine Frage und die dazugehörige Antwort, die uns allen ein bisschen Probleme macht. Also das... Entschuldigung. Also, meine Frau, ich beobachte Sie die ganze Zeit. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Es muss jetzt einfach raus. Sie sehen fabelhaft aus. Grandios. Also, ich bin fasziniert. Sagen Sie mal, wie alt sind Sie? Oh, Entschuldigung. Ja, sehen Sie, das ist eben total daneben. Sowas macht man, Entschuldigung, sowas macht man nicht. Das ist schlechtes Benehmen, das tut kein Mensch. Plumps mit der Tür ins Haus, wie alt sind Sie? Macht man nicht. Jeder ist so ein bisschen komisch berührt. Man antwortet mehr oder weniger ehrlich.
Andere sind ganz forsch. Wie alt? Na, 108, sieht man doch. Wieder andere radieren ein bisschen in ihren Pässen herum, um das Schicksal ein bisschen zu überholen. Corriger la fortune. Wir möchten die Frage heute so beantworten. Mal bin ich zwei, liege da und nuckle friedlich, an meinem Daumen wohlig und niedlich, träume vor mich hin, bedingungslos geliebt, in einer Welt voll Güte, die es nicht gibt. Dann unversehens bin ich 80, die Welt ist, wie sie ist, und keiner macht sich deshalb ins Hemd. Mit 20 war ich alt und lebensmüd, Schluss, ich sterbe bald, Zeit. Kommt mir vor, egal wie sie verlief. Zeit ist mit und ohne Einstein relativ. Mit 30 wurde ich jünger, Mitte 40 war ich am jüngsten, nahm mir vor, jetzt stürz ich mich rein ins volle Menschenleben. Seither ist es damit nicht mehr weit her. Jetzt soll ich 50 sein, wo ist das Kind, das ich mal war, wer hat's entführt, wo sind die Eltern hingeraten, Brüder, Schwestern, wann waren sie die Großen, morgen, gestern, Zeit kommt mir vor, egal wie sie verlief, Zeit ist mit und ohne Einstein relativ. Theorie bringt mich in Schwierigkeiten. Ich sehe die Menschen so, wie sie nicht sind. Ich sehe sie mehrfach zu verschiedenen Zeiten. Den steifen Rentner als verspieltes Kind. Den Kindermann, die ersten grauen Haare. Ich sehe die alte Frau im Kinderkleid. Als gäb's kein Nach und Nach, nur sonderbare, verwirrend zeitlose Gleichzeitigkeit. Zeit kommt mir vor, egal wie sie verlief. Zeit ist mit und ohne Einstein relativ. Es gibt Leute, für die ist der Begriff Zeit so relativ, dass sie behaupten, Zeit existiert überhaupt nicht. Die gibt es nicht. Und infolgedessen gibt es auch keinen Tod. Das Leben geht einfach nach dem Tode in anderer Form weiter. Schön und gut. Jedem seine Überzeugung. Nur, da ist etwas mit der Auferstehung des Fleisches, was da nicht zusammengeht. Ich meine, wer gar nicht tot ist, der kann ja auch nicht auferstehen. Ich habe ganz persönliche, sehr familiäre Probleme mit dem jüngsten Tag. Der jüngste Tag, das ist ein Tag, an den ich gar nicht denken mag. Mein Horror heißt, falls Sie das wundert, Familiengruft seit 1900. Ich weiß, mein Platz ist reserviert, wer ringsrum auferstehen wird. Die Tanten Hildegard, Luise, Elisabeth und nicht nur diese. Auch Onkel Max und Vetter Klaus. Also die ganze Bagage hielt ich schon als Kind überhaupt nicht aus. Kurzum, ich sage es hier, knochentrocken. Die Aussicht kann mich gar nicht locken. Des Fleisches Auferstehung ist ein Glaubensgrundsatz, sagt der Christ. Für mich Familien geschädigt, hat sich die Sache längst erledigt. Und noch etwas erfährt man dann. Wie jene auferstehen,
die man verbrannt hat. Ich frag mich, sammeln Himmelsboten die Überreste jener Toten? Von wem wird wann wo Buch geführt? Wer wie wann wo zu Asche wird? Wer sucht den Staub, den längst verwehten? Wer lässt ihn sieben Sichten kneten? Bis alle dastehen, weiß gewandet, und jeder Guss ihm zukommt, landet. Des Fleisches Auferstehung ist ein Glaubensgrundsatz, sagt der Christ. Vermutlich mit, ich sag's genau, Apokalypsen-EDV. Der jüngste Tag, das ist ein Tag, an den ich gar nicht denken mag. Denn da ist noch ein Grund, warum ich hab ein fremdes Herz. Darum, was tu ich, wenn mich die Posaune vom Tod erweckt und das Geraune der Spender anhebt, meiner mich am Laken zupft und flüstert, ich benötige mein Herz, mein Bester. Und zupft, mal sacht, mal fester, bis ich mir wünsch, ach, leg ich doch und auferweckt in meinem Loch. Des Fleisches Auferstehung ist ein Glaubensgrundsatz, sagt der Christ. Doch schätzt der Christ bekanntlich Mystik und macht sich gar nichts aus Logistik. Wann ist es Ihnen zum ersten Mal in Ihrem Leben bewusst geworden, dass es so etwas wie den Tod gibt? Ich meine, wie alt waren Sie? Können Sie sich noch erinnern? Also ich war 4 Jahre alt. Eines Tages kamen Männer, fremde Männer, in unsere Wohnung und haben Großmutters Zimmer ausgeräumt. Alle ihre Sachen wurden in große Kisten geschmissen. All die Dinge, die sie mit großer Liebe berührt hat, zum Beispiel einen hölzernen Vogelkäfig mit einem Vogel drin, der konnte sogar Kuckuck machen. Jedenfalls all diese Dinge wurden in große braune Kisten geschmissen. Wo kommt das hin? Habe ich gefragt. Weg, hat meine Mutter gesagt. Wann kommt die Oma wieder? Gar nicht. Warum nicht? Darum. Ja, aber wo ist sie denn jetzt? Im Himmel. Im Himmel? Im Himmel, ja. Wie ist die Oma da hinaufgekommen? Frag nicht so viel, jetzt ist sie eben dort. Hat sie denn keinen Koffer mitgenommen? Nein, keinen. Bleibt die Oma lange fort? Sie kommt nicht mehr. Warum nicht? Weil sie tot ist. Tot? Was heißt das, tot? Tot heißt, sie bleibt ganz weg. Ganz weg? Ganz weg, ja. Zeit, dass du dein Brot isst. Ich mag kein Brot. Früher ist die Oma mit Gepäck auf Kur gefahren. Sie ist auf keiner Kur. Wo ist sie denn? Im Himmel, sag ich, ist jetzt. Ist sie uns bös, die Oma? Keine Spur. Warum ist sie dann weg? Herr Gott, vergiss jetzt, dass sie im Himmel ist und isst dein Brot. Ich mag kein Brot. Ich will auch in den Himmel. Red keinen Unsinn, du bist doch nicht tot. Du bist ein undankbarer kleiner Lümmel. Ich bin kein Lümmel. Es gibt arme Kinder, die wären glücklich, dieses Brot zu essen. Auch hier bei uns, nicht nur die kleinen Inder.
Die Oma hat ihr Radio vergessen. Macht nichts. Sie hat gesagt, sie wird es immer mit sich nehmen, weil es klein ist. Nicht ins Grab. Was ist das, Grab? Marsch ab ins Kinderzimmer! Nicht bevor ich meine Oma wieder hab. Da wird nichts draus, die Oma kommt nicht mehr. Weil sie jetzt tot ist? Ja! Tut Totsein weh? Nein, Liebling. Totsein, das ist ungefähr wie Schlafen. Wie Schlafen? Wenn ich schlafen gehe, dann bin ich tot. Nein, nein. Also, Totsein. Also, tot. Es heißt, wer tot ist, kommt der Welt abhanden. Was heißt abhanden? Eben tot, oh Gott. Der Oma geht es gut, hast du verstanden? Ja, Mama. Wenn's jemand gut geht, ist er tot. Also der Oma geht's gut. Übrigens, der Opa, der lebt noch. Wissen Sie, das ist so einer, der verstand es, früher auf allen Hochzeiten zu tanzen. Das war jemand, dessen Meinung man wissen wollte. Ein gefragter Mann. Und jetzt ist er 85. Ich habe eine Wohnung, die stammt aus der Zeit, als ich meine Frau noch hatte. Zu groß für mich, doch noch ist es nicht Zeit. Noch ist sie verfrüht, die Debatte. Er sollte ins Altersheim, sieht das nicht ein. Schluss mit den Beschwörungsgebären. Vielleicht gehe ich später ja freiwillig rein. Nur gefragt würde ich gerne werden. Kinder, die halten mich längst für senil, für gestrig, für schwer daneben. Sie fragen mich nie, ob ich mitkommen will. Sie leben ihr eigenes Leben. Der Opa, der bleibt doch lieber zu Haus, mitsamt seinen Herzbeschwerden. Stimmt, ich geh nicht mehr mit Begeisterung aus. Nur gefragt würde ich gerne werden. Mein Sohn lebt in Scheidung und das tut mir leid. Ich mag seine Frau, die Sophie. Seit Monaten Aufregung, Ärger und Streit. Unter uns, recht hat sie. Er sagt, sie hat Unrecht, ich sag keinen Ton, um das Happy End nicht zu gefährden. Ein Großvater, das ist eine Unperson. Nur gefragt würde er gerne werden. Die Enkel, die laden mich ab und zu ein. Zum Sonntagsbrunch, streng vegetarisch. Ich hätte lieber Ham and Eggs, aber nein. Man nährt sich dort exemplarisch. Ich habe nichts gegen Rüben und Kraut aus biologischen Gärten. Ich fress rote Beete sogar mit der Haut. Nur gefragt würde ich gerne werden. Das Leben ist kurz. Nachher ist man tot. Dieser Sachverhalt ist ziemlich schnöde. Man ackert und rackert fürs tägliche Brot. Und am Schluss ist man doch der Blöde. Der Tag kommt, da hat man zu gehen. So ist das nun mal auf Erden. Wie, wann, wo, weiß keiner. Na schön. Doch gefragt wird man gerne werden.
Es gibt Situationen im Leben, da möchte man alles. Alles, 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 nur nicht gefragt werden. Stellen Sie sich Folgendes vor. Eine Theaterpremiere und die dazugehörige Premierenfeier. Und der Abend war so, naja, so. Und da steht man da mit seinem Glas und macht Konversation, bla 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 bla. Und dann passiert es. Der einzige Schauspieler, mit dem man befreundet ist, hat einen entdeckt. Und wie ein frisch abgeschossenes Torpedo bahnt er sich seinen Weg durch die Menge, baut sich vor einem auf und fragt. Hallo. Na? Wie war ich? Aber ehrlich, ich bin dankbar für jede Kritik. Nein, nein, sag nicht wunderbar. Ich fänd's gefährlich, ich fänd's gefährlich. Eitles Glück hab ich nie empfunden. Weißt du, ich bin weder dumm noch dreist. Ich war immer für gesunden Tadel. Und du bist ein Mann von Geist. Der Regisseur hat uns nicht inspiriert. Was immer von uns kam, er war dagegen. Ein Dilettant, verquast, uninspiriert. Der blöde Intendant scheint ihn zu mögen. Er wollte meinen ersten Auftritt nackt als Sklave, sozusagen frisch ersteigert. Ich sagte nackt im ersten Akt, wenn dann im dritten und habe mich geweigert. Man glaubt es kaum, er hat auf mich gehört. Jetzt bring ich den Champagner, nicht den Teetisch. Du bist sensibel, hat es dich gestört? War ich nicht unter uns enorm ästhetisch? Ich gebe zu, die Rolle ist nicht groß. Sie wäre größer, würde ich intrigieren. Wer's nicht tut, ist so gut wie chancenlos und darf im dritten Akt als Akt servieren. Kein Film, kein Funk, kein Dreh, kein Wort von Flügen. Tja, heißt es nur, sie sind leider nicht bekannt. Was soll ich tun? Ich schaffe es nicht zu lügen. Ah, guten Tag, mein lieber Intendant. Wie geht's der Frau Gemahlin? Ach, die ist immer noch auf Rügen. Also red schon, aber ehrlich, ich bin dankbar für jede Kritik. Nein, nein, sag nicht wunderbar, ich find's gefährlich, ich find's gefährlich. Eitles Glück hab ich nie empfunden, weißt du, ich bin weder dumm noch dreist. Ich war immer für gesunden Tadel und du bist ein Mann von Geist. Der arme Mann von Geist, jetzt steht er da. Was macht er nun? Wie um Gottes Willen zieht er sich aus der Affäre? Na, wie anders als diplomatisch? Es war sehr interessant. Echt spannend. Obwohl du natürlich recht hast, der Regisseur hat den Inhalt überhaupt nicht richtig ausgelotet und das emotionale Kraftfeld überhaupt nicht abgesteckt und die Message überhaupt nicht rübergebracht. Die ganze Inszenierung war so irgendwie hermetisch. Also Sehgewohnheiten wurden nicht durchbrochen, Klischees nicht hinterfragt und die psychologischen Interaktionen wurden zum Teil nur angedeutet. Aber trotzdem fantastisch, was ihr erarbeitet habt. Und jetzt muss ich dir noch was sagen, mein Lieber. Ich bin heute gar nicht gut drauf. Ich komme nämlich direkt vom Zahnarzt. Und dann gibt es da diese Spezies, die fragen eine, die stellen eine Frage und liefern die Antwort immer gleich mit. Kennt man ja von sich selbst, ne? Liebling, haben wir noch Kaffee im Haus? Natürlich nicht, macht nichts, ich gehe schon welchen holen. Oder Liebling, war der Hund heute schon am Baum? Natürlich nicht, macht nichts, ich gehe schon mit ihm. Wie geht's dir? Natürlich geht's dir wunderbar. Man braucht dich doch nur anzusehen, Alter. Was machst du so? Das übliche Laklar. Geschäftsmann und Familienerhalter. Und die Geschäfte nach wie vor die besten. Man weiß, du riechst den richtigen Moment. Dein Weizen blüht im Osten wie im Westen. Du machst die große Kohle. Kompliment. Und dein Prozess? Wie ist der ausgegangen? Natürlich günstig. Es gibt ja die Vernunft. Ein bisschen Einsatz kann man schon verlangen von der verehrten Advokatenzunft. Hip! Hopp,
hebe die hopp, hey, hip, hopp, hebe die hopp. Und deine Frau, noch immer eine Freude. Du kannst dir gratulieren, altes Haus. Die meinige war eine Augenweide. Bis zur Verehelichung, dann war's aus. Und deine Gallensteine, längst zertrümmert. Das geht doch heute spielend. Außerdem, da war doch dieser Arzt, der sich drum kümmert. Dein Schwiegervater, richtig? Kein Problem. Was fährst du? Nach wie vor Mercedes. Was anderes findet ja bei dir nicht statt. Ich kenne deine Autos, Freund. Ein jedes war ein Mercedes. Tja, wie hat der HD? Hopp, hebe die Hopp, hey, hopp, hebe die Hopp. Und deine Jagd, hast du die noch gepachtet? Na klar, du gehst noch immer auf die Pirsch. Ich halte Jäger, sorry, für umnachtet. Ich bin nämlich persönlich für den Hirsch. Habt ihr noch euren Bernardiner? Sicher, ihr wart doch ganz vernarrt in dieses Tier. Ich habe nichts übrig für so große Viecher. Naja, verlangt zum Glück der Mensch von mir. Was macht der Junior? Sowieso Karriere. Bei diesen Eltern nicht verwunderlich. Fantastisch, wenn ein Vater so viel Ehre mit seinem Sprössling einlegt. Schön für dich. Gehen wir mal essen? Natürlich nicht, ich kenn dich. Für alte Freunde hast du keine Zeit. Du bist uninteressiert und unbeständig. Tschüss, das Gespräch hat mich trotzdem sehr gefreut. Hüpp, hopp, hebe die Hopp. Bonsoir, how do you do, wie geht's? Gut oder nur so, so? Comment vas-tu, mon vieux, wie steht's? Got yellow, хорошо. Sta bene, tschüss, have a nice day. How are you, bien, and you? Como está usted? Okay, como está usted? Okay, como está usted? Okay, comment allez-vous? Adam Bensby. Einen haben wir noch in der Tasche. Der Fragebogen, natürlich. Da, wo man seine Antworten in Kringelchen und Kreuzen macht, gibt. Sind Sie Mitglied einer kriminellen Vereinigung? Waren Sie vor 1961 Mitglied der SED? Das geht die Leute das an. Haben Sie ein illegales Konto in Luxemburg? Welche Geschlechtskrankheiten haben Sie? Zutreffendes bitte ankreuzen. Name, Vorname, wann geboren? Wieso, warum? Zu spät, zu früh. Augenfarbe, die Form der Ohren, rundeckig, spitz, abstehend. Wie lautet Ihr Religionsbekenntnis? Sie haben keins, das ist schlecht für Sie. Leute mit dieser Art Geständnis, das kennt man, sind meist in Therapie. Der Fragebogen ist genau, wahrheitsgetreu und dreifach auszufüllen. Egal ob Kind, ob Mann, ob Frau, ob mit Begeisterung oder Widerwillen. Mit Widerwillen. Der Fragebogen ist ein Segen, was man gern vergisst. Sehr gern vergisst. Denn wer ihn ausfüllt, der weiß endlich, wer er ist.
sind sie ledig, sind sie vergeben, in festen Händen auf dem freien Markt. Führen sie ein solides Leben, sind sie zu dick, droht ein Herzinfarkt. Wie gelangen sie zum Orgasmus, wie schnell, wie mühsam, wie oft, mit wem? Wenn es gar nicht geht, bitte, was muss geschehen? Worin liegt das Problem? Vor allem seien Sie unbesorgt. Für uns ist Datenschutz die höchste Pflicht. Die Daten werden nicht verborgt, auch nicht verkauft. Nein, nein, das tun wir nicht. Das tun Sie nicht. Der Fragebogen ist ein Segen, was man gern vergisst. Sehr gern vergisst. Denn wer ihn ausfüllt, der weiß endlich, wer er ist. Olle.